Die Wessis wollen uns belehren über kulturelle Aneignung. Ausgerechnet die. Sie nahmen uns unsere Fabriken, unsere Frauen und unsere Knusperflocken weg. Und was haben wir dafür gekriegt? Windräder. In Brandenburg stehen viermal so viele wie in Bayern. Die haben sie uns angedreht wie eingeborenen Glasperlen. Nein, das ist kein Windrad, haben sie gesagt. Das ist ein moderner Maibaum. Tanzt doch alle nackt drumherum und singt eure sozialistischen Schlager. Ja, tun wir auch. In Wahrheit aber nehmen sie uns auch noch unseren Wind weg. Die hier gewonnene Energie fließt direkt in den Westen und versorgt dort die Wärmepumpen der Bourgeoisie. Aber nicht mehr lange. Wir ziehen die Mauer so hoch auf, dass kein Lüftchen mehr dahin weht. Dann können sie die Dinger mit ihren Darmwinden betreiben.